Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sneak Preview Review. Dieses Mal vom ehemaligen Flugplatz Starken über den Film Pain and Gain. Ein Film basierend auf einer wahren Begebenheit. Er spielt in Florida und es geht um drei Bodybuilder, die sich gedacht haben, hey, irgendwie haben wir nicht so viel Geld und andere, unsere Kunden und so, die haben viel mehr Geld. Überfallen wir mal einen davon, entführen ihn, erpressen ihn. Und das Interessante ist, der Kopf der Bande wird gespielt von Mark Wahlberg, nicht mit Damon. Viele Leute verwechseln die beiden, ja, es ist Mark Wahlberg. Dann ist einer dabei, dessen Namen ich nicht kenne, ich weiß nicht, den habe ich noch nie gesehen. Dann ist der Dritte im Bunde, Dwayne Johnson, ja, ich meine The Rock. Und er spielt einen christlich-fundamentalistischen Bodybuilder, der bei der Entführung mithilft, aber bestimmte Sachen aus moralischen Gründen nicht machen kann, aber dafür kann er Leute retten, vor allen Dingen Juden. Durch Hand auflegen und sagen, erkennst du Jesus Christus als deinen Retter an? Ob das dem Entführten wirklich geholfen hat, weiß ich nicht, aber was soll's. Der Entführte wird gespielt vom Darsteller von Monk, dessen Namen ich nicht weiß. Aber es ist definitiv Monk. Spielt noch Ed Harris mit als ehemaliger Polizist, der die Ermittlung aufnimmt. Und es ist noch... es spielt noch eine Schauspielerin mit. Ich glaube, man kennt sie aus... irgendwo habe ich sie schon mal gesehen. Die ist sehr dick und blond. Ich glaube, sie hat in irgendeinem Film um Brautjungfern oder so etwas mitgespielt. Auf jeden Fall kommt mir ihr Gesicht bekannt vor. Nun, das Schlimme ist, die ganze Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit und so blöd können sich Menschen nicht anstellen. Und vor allen Dingen macht es eines klar, wenn das auf einer wahren Begebenheit beruht, und die Menschen mit solcher Dämlichkeit so weit gekommen sind, wie sie gekommen sind, dann können wir alle Millionäre durch Überfälle werden. So ein Tick schlauer als die können wir uns anstellen. Und damit bis zum nächsten Mal. Das Flugzeug, das ihr hört, ist ein Widerhall der Vergangenheit, denn dieser Flugzeug ist schon lange geschlossen.